Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crystal Isle. Mit Da Vinci, die schon wieder alles anpfeift hier. Hallo. Was hast du jetzt schon wieder gepfiffen? Ist schon wieder aggressiv oder was? Nein, nein. Ich habe nur Tee Oh. gepfiffen. Und da So. ich nichts im Visier hatte, folgt auch Dann wollen nichts. wir mal hier ein bisschen jetzt die Insel erkunden. Ich würde sagen, wir fliegen jetzt erstmal hier lang runter. Oder wird es so Richtung Roter Wald? Komm, wir fliegen jetzt Richtung Weiß Roter ich Wald. nicht. Ja, hast du irgendwie mal unsere Base auf der Karte markiert? Ja. Lach Nein, nicht so. deswegen, Hast ja. du? Deswegen lache ich Also. doch. Das ist krall. Also ich würde sagen, wir sind bei 65, 45. Mal gucken, ob das stimmt. Hallo? Ach ja. Nee. Also 65 ist ziemlich weit weg Okay, dann von ist dem, es was du gerade meinst. 63. Nee, warte. Es ist 60. Ich würde sagen, es ist 60, 45. 64, 44 würde ich sagen, aber so genau muss das ja gar nicht sein. 64, 44? Home. Ja. Warte mal, dann machen wir mal einen Ping. Nein. Vinci, nein. Das ist 60. So, ich versuche es jetzt mit 60. 44. 44 war gut, aber Home. 44 stimmt auch nicht. Alter, wie zählt der das denn bitte? Ja, reicht, 60, passt schon. 60, 47. Das passt. Exactly. Ha! Bin gut. So. Ah, Petri kann wieder leveln. Ausdauer. Was anderes braucht er nicht. So. Dann mal hier rüber. Hier, hier. Hier, Berge. Da unten ist ein Tech-Stego. Go, go. Was ist denn das da? Raptoren. Ciao, bin weg. Vinci, wo bist du? Sogar einige. Ja, deswegen. Bin wieder oben. Da hinten ist ein grüner Beacon. Grüner Beacon, grüner Beacon. Das ist so eine magische Anziehungskraft, so ein grüner Beacon. Guck mal, was hier Da für eh wieder nur Petris Schrott unterwegs drin. sind. Nein. Nein, das ist. Jo. Du weißt, wo wir sind, ne? Aber du, da war jetzt nicht nur Schrott drin. Ich hatte jetzt einen blauen Bauplan für einen meisterhaften Parasattel. 79 Leder, 6 Narkosemittel. Ja, ein bisschen Fasern und so noch. Hier, ich würde jetzt sagen, hier geradeaus mal so ein bisschen rüber. Wo bist du? Da. Das mit dem Flussverlauf, das stört mich nicht. Das sieht super gut aus. Das wollte ich sagen. Guck mal, da ist auch so ein Rappedaken. Raptören! Ein Techie. Oh, guck mal hier! Vinci! Bin auf dem Weg, es leckt. Schleck, schleck. Ich sitze mal hier auf dem Stein. Oh, da ist eine Schlange. Eine falsche. Warst du gerade hier irgendwo bei mir? Nein. Hier ist ein riesiger See. Okay, ich glaube, das soll Sumpf sein. Ja. Guck mal, sieht das geil aus? Wo sieht das geil aus? Oh, da hinten sind die fliegenden Inseln. Wollen wir da hin? Rechts. Nix. Da. Ja, ich würde erstmal gern hier drüben gucken. Wir fliegen jetzt einmal hier rüber. Genau. Und drüben müssen wir sowieso wahrscheinlich wieder landen. Was machst du denn jetzt? Ich will bis da vorne zu diesem Vorsprung hier. Ja. Guck mal hier rechts. Da Oh sind wieder ja, das sieht diese geil aus. Silbernen Dinger. Da oben, guck mal, da hinten sieht das aus, als ob da so ein toter Baum oben drauf ist.
Aha. Oh. Toll, das ist immer ich noch so ein Vier. Wow, Rexy. Alter, hallo. Finne. Hallo. Oh. Okay, Rexy ist ja, aber runter. Hier oben ist noch anderes gegrößert. Ich will schnell landen und dann weiter. So, Stamina ist wieder voll bei dir. Und weiter. So. Das ist ein riesiges Sumpfgebiet. Guck dir das an, ey. Da oben drauf könnte hier man oben, mega ne? geil bauen. Ja, wir können das ja dann mal irgendwann cleanen. Oder hier oben, guck mal. Oh, hier unten ein Haufen Raptoren, da. Such mal noch einen Raptor. Aber guck mal, hier hast du direkt einen Fluss unten drunter. Also hier wäre direkt Wasser. Und hier oben ist ein schöner Kristall. Ey, hier oben ist nix. Hier oben ist gar nix. Ja, geil. Ich bin ja mal gar nicht neugierig. Ich möchte jetzt wissen, was das hier ist. Ah, Kristall. Hätte ich mir eigentlich denken können, ne? Mm, oh, guck mal, hier drüben ja. der Wald. Da oben hast du so Tannenbäume. Tannenbäume, sag ich schon. Tannen. So. Gott, guckt euch das an. Gut, okay, die Grafik ist hier gerade nicht ganz so geil. Aber das habe ich ja schon in einer der letzten Folgen gesagt. Ich habe das aktuell lieber ein bisschen runtergeschraubt als zu hoch. Boah, wow. Hier wäre natürlich auch geil zu bauen, ne? Hier so. Wo bist du? Bist du abgeschmiert? Nein. Lande doch bei mir. Bin allein. Da! Ach, du warst da bei mir. Ich hab dich nicht gesehen. Sieht aus hier wie so Kirschblüten. Vinci, wo fliegst du hin? Ich dachte, wir fliegen. Ich will mal hier hinten gucken. Boah, ist das geil. Also hier ist mir offenbar kalt, weil wir näher an Dings am Eisbiome sind. Hier unten hättest du auch so eine schöne Plattform. Guck mal, ob du hier so bauen kannst. Alter Schwede. Ich werde dieses Gebiet lieben. Oder am besten packst du dir hier irgendwo so zwischen so eine Klippenplattform und baust da drauf eine Base. Weißt du, was ich meine? Hier oben an einem spitzen Dingel. Neben einem spitzen Dingel bin ich drauf. Juhu, ich seh dich. Gleich hier von am ersten. Oh ja, du leckst hart irgendwie. Ja, die ganze Zeit. Ich meine, es ist immer noch besser als die Mod-Map damals. Ja, die ging die gar müssen nicht. Immer noch Updates raus. Da also sie müssen ja allein schon Updates rausknallen, weil das mit den Wölfen, also das ist ja sehr merkwürdig. Ich nehme an, in den nächsten Tagen werden auch noch Updates kommen, also. Ja, aber ja guck mal, nicht, hier ist jetzt was... An den, am Verhalten der Tiere ja, keine Ahnung, haben. Bei Wildcat also bin ich mir manchmal nicht so sicher. So, um jetzt mal was Böses zu sagen. Hier habe ich gerade gesagt, könnte man so eine Klippenplattform dranhängen und hier so ein Bau, so eine Base hinsetzen. Zwischen diese pinken Bäume. Und die einfach nicht fällen. Weißt du? Flieg mal einen weiter, weil dann kommen wir nämlich auch schon näher an die fliegenden Inseln. Hier wollte ich nochmal kurz landen, das sieht echt schön aus. Geh mal mit deinem Kopf aus dem Bild. Danke. Alter Schwede, ist das hübsch. Oder, Vinci? Mhm. Dann fliegen wir mal da geradeaus irgendwie jetzt rüber, ne?
Sind das überhaupt schon die Fliegen? Doch, das sind die Fliegerinseln. Oh, guck mal, der hat sich hier bequem gemacht. Oh, die beiden. Die Gullies, die sind ziemlich safe. Wo bist du? Bin ich hier wieder schon? Ein Stück tiefer. Richtig cool. Ja, so tief nach unten möchte ich noch nicht, weil dazu ist der einfach so low-kacker-mäßig. Noch. Hier, ich bin schon auf einer fliegenden Insel. Vinci, ich habe eine fliegende Insel. Also, die ist nicht groß. Aber auch cool. Die, also, doch groß ist sie. Die sah eigentlich gerade kleiner aus. Aber ich hätte da voll ein schlechtes Gewissen mit diesen rosanen Bäumen wegfällen, ne? Weil ich die echt schön finde. Was läuft denn da unten mit drauf rum? Hoch? Was ist denn das? Auch ein Lystro, Level 240. Ich flieg mal hier so ein Stückchen weiter, Vinci. Oha. Wo bist du? Vinci redet nicht mehr. Ich flieg zu dem ersten, zu der ersten Insel da hinten mit dem. Ne, ich flieg hier zu der großen Insel mit den pinken Bäumen. Und dann zu der mit den grünen. Oh ne, ich finde die mit dem Grün da oben aber irgendwie geiler zum Beklutschen. Oha. Also das Ding hier wäre riesig zum Ausbauen. Ne? Hier ist doch ein normales Teil. Wo ist jetzt die grüne Insel? Da. Da will ich hin. Und die ist so weit oben. Das sieht richtig cool aus. Ich bin verliebt. Was haben wir hier? Stein. Okay, die ist aber sehr uneben. Hier, aber du hast hier Pilze. Vinci. Ja, ich versuche dich gerade mal wieder zu finden. Was ist das denn? Ich bin hier, ich bin gerade von der Insel, wo wir drauf waren, oben hochgeflogen. Aurigpilze und so kriegst du hier. Warte mal, haben die hier auch ein... Dann bin ich jetzt haben die jetzt auch so ein Aberration-Gebiet? Oh, hier, Vinci, hier auf der, wo ich bin, die wäre ideal zum Bebauen, ne? Ich habe hier nämlich so ein Wasserding. Weißt du, was ich meine? Wo du halt so einen Brunnen draufstellen kannst. Mhm. Ja, wir hatten uns nämlich überlegt, dass wir hier auf so einer fliegenden Insel eine schöne... Oh Gott, Vinci, wo bist du? Ja, ich habe hier so eine riesige fliegende Insel. Genau, oh, in der Mitte ist Wasser drauf, wie so ein Fluss, der hier lang läuft, ne? Bist du auch bei der? Hier sind Schildkröten, Fische. Ich fliege jetzt genau über dem Wasser. Frage ist nur, in welcher Ecke. Mitte. Nee, dann bist du auf einer anderen. Ja, dachte ich mir. Oh, hier ist auch ein Agentavis. Ich hab einen Agentavis am Arsch. Und keine Stamina mehr. Also ich bin wirklich bei einer großen Insel, Vinci. Die ist wirklich groß. Hier stehen pinke Bäumchen. Auch. Ein paar. Oh, hier sind voll schöne Blumen. Blumen habe ich hier. Blumen habe ich hier gar nicht. Flache.
Das Orange wollte ich jetzt gerne mal abbauen. Was ist denn das? Kristall. Tatsache. Kristall in vielen verschiedenen Farben. Wie groß ist denn deine Insel, auf der du bist? Ich glaube, meine Insel ist die höchste von allen. Bist du auf der ganz oben da, auf einer, ja, oder was? Nee, ja, ich war weiter unten. Oh, hier oben gibt's auch Petris. Aber hier oben, die ist auch echt schön. Ja, die, bei der ich hier bin, auch. Bei denen. Unten drunter, auf unter einer großen. Ich komme jetzt noch ganz oben hoch. Ah, ich sehe, ja, da ist auch Wasser. Sehe ich gerade. So, ich bin jetzt auf einer ganz großen. Hier ist ein Felsen in der Mitte mit einem großen Baum oben drauf. Oh, wow, ich sehe das Eisbiom. Oh, ist das geil. Mensch, wo bist du? An dem großen Baum. Ach, da bist du. Guten Tag. Ja, guck bin mal, da vorbei. Unten war die eine Insel und dann daneben war die, ja, andere, wo ich vorhin war. Die könnte ich dir auch nochmal zeigen. Ja. Hier das Wasser, meintest du hier den? Dieses Gebiet? Mhm. Ja, gut. Also eigentlich könnte man hier oben die komplette Base schon fast aufziehen, ne? Also zumindest für Flugdinos, wie ich vorhatte, ne? Oder? Ja, wie gesagt. Nee, also ich würde hier oben, wenn, ja, Flugdinos machen. Also Flugdinos und halt das Gewächshaus, weil hier oben hast du direkt einen Wasseranschluss. Oder? Mhm. Nee, hier unten am Wasser. Wo bist du? Hier bei so orangen Kristallen. Und laufe gerade zu Fuß rum. Wir gucken noch Blümchen. Wo sind die Blümchen? Vorsicht, hier sind doch Raptoren und so, ne? Achso, Blümchen. Ja, komm mal mit. Wir wollen auch die Blümchen sehen. Ach, hier diese lilanen, ne? Die lilanen und die rosanen. Oh. Guckt euch das mal an. Und die sehen grafisch gar nicht so scheiße bei mir aus. Was kriegt man da raus? Onosa-Blumen. Ne, die mach ich nicht weg. Ist das geil. Also die Karte hat optisch wieder viele schöne Ecken, ne? Lass mal wieder weiter in die Richtung. Also die, bis jetzt, was wir gesehen haben, also optisch viele schöne Ecken. Geht's jetzt hier oben besser? Vielleicht waren jetzt da unten irgendwo ein Dino hochspawnen. Ja, wir sind halt Schmetterlinge. Auf mega viele flache Flächen. Menschi, Schmetterlinge. Ne? Level 72. 2800 und hast du noch Narkosedinger dabei? Ja, aber ich werde jetzt hier oben keine Motte sehen. Ich will mich umgucken. Hier drüben nebenan, da wo ich gerade war mit der Motte, da ist auch wieder so eine Insel. Da ist in der Mitte auch ein Brunnen. Sitzt auf dem Eishörnchen. Mit dem Eishörnchen. Die Insel sieht aus wie ein Eishörnchen. Ich sehe dich. Rechts. Das andere rechts. Doch rechts. Ja. Jetzt fliegst du weg. Jetzt sehe ich dich nicht mehr. So, jetzt. Ich flieg doch hier genau wieder. Ach, da vorne auf diesem kleinen komischen Ding oder was? Ja, sieht aus wie ein Eishörnchen. Ja, hier kann man drauf bauen, ne? Ja, so, ja, auf jeden Fall. So eine kleine Runde Base, die nach oben geht. So 10 Etagen. Mhm. Was ist das da hinten? Und Tower. Da bin ich jetzt auch rüber. Was noch so ein Eishörnchen? Eishörnchen. Ich wollte gerade Eichhörnchen sagen. Eichhörnchen. Scheiß aufs Eichhörnchen. Aber ich glaube, wir müssen gleich mal beim Eichhörnchen, was eigentlich ein Eishörnchen ist, warten. Denn ich werde 100 pro eine neue Folge starten müssen. Ja.
Da ist einfach mal ein Baum drauf. Mann, der nimmt mir Platz weg. So, ihr hört mal wieder. Zeit ist schon wieder um. Oh, jetzt macht das auch wieder nicht aus. So, ja, wo ist die Vinci? Weg. Okay, die guckt sich wieder alleine um. Dann sage ich jetzt bis zur nächsten Folge. Tschüss.